Heute sind tausende Menschen nach Frankfurt gekommen, um friedlich gegen die Troika zu protestieren, um hier zu demonstrieren, gegen die harten Kürzungsauflagen für die Länder Südeuropas und für ein gerechtes und solidarisches Europa. Ja, was passiert ist, ist, dass diese Demo wirklich mutwillig kaputt gemacht wurde, dass hier eine Eskalation ausging von Seiten der Polizei und das offensichtlich politisch so gewollt war, weil man keine Bilder haben wollte, wie tausende von Menschen in einem bunten, kreativen Protest an der EZB vorbeiziehen. Wir haben uns getroffen am Basler Platz, sind hier hochgegangen, das sind ungefähr 800 Meter und an dieser Stelle hat die Polizei uns komplett eingeschlossen und geblockt. Die Begründung der Polizei ist Vermummung und die Mitführen von verbotenen Gegenständen. Es gibt hier keine Vermummung, es gibt hier keine verbotenen Gegenstände. Das ist ein absoluter Provo und das ist eigentlich die Fortsetzung von Blockupy im letzten Jahr. Da war es sozusagen komplett verboten, hier versuchen sie die Demo zu verbieten. Offensichtlich brauchte man jetzt auch eine Eskalation, um zu erklären, warum man hier die ganze Stadt verrückt gemacht hat. So nach dem Motto, wenn die von selber nicht eskalieren, dann eskalieren wir es eben, damit wir recht hatten und das hier nicht friedlich bleibt. Das ist die CDU, die sich sozusagen auf diesem Weg ihr Demonstrationsrecht bzw. das Demonstrationsverbot zurückholen will, was nämlich das Oberverwaltungsgericht kassiert hat. Wer den Menschen die Existenzen raubt, wie das in Ländern des Südens passiert, wer in einem Land wie Deutschland immer weiter die Löhne drückt und dafür sorgt, dass immer mehr Menschen unter der Armutsgrenze leben, der muss dann eben auch offensichtlich Polizeiknüppel einsetzen, wenn diese Menschen dann dagegen demonstrieren. Egal, was hier heute Abend noch passiert, egal, was jetzt passiert, es ist ein totaler Erfolg, dass wir hier sind, dass die Demo so groß ist, dass die Aktionen gestern und die Blockaden so groß waren und es ist ein Vorgeschmack auf das, was wir 2014 machen werden. Wir werden mindestens doppelt so viel sein, wenn nicht dreifach.